Liz ist mit Abstand die beeindruckendste Problemlöserin, mit der ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Ein Riesenapplaus bitte für die Co-Gründerin des Startups Oxolo, einem AI-gesteuerten Video-Generator, Elisabeth Lorange. Elisabeth, schön, dass du zu uns gekommen bist. Du hast eine Zahl mitgebracht und die betrifft die Essenz unseres Daseins, nämlich das Thema Menschenleben. Welche Zahl ist das? 13 Millionen Menschenleben könnten erspart werden oder könnten überleben, wenn wir KI einsetzen würden global in verschiedensten Bereichen. Das lassen wir gerne mal sacken. Vielen Dank. Und jetzt haben wir beide auch eine Frage an euch. Und zwar einmal bitte Hand euch, ganz spontan, aus dem Bauch heraus, gar nicht drüber nachdenken. Wer von euch ist denn gerne zur Schule oder Uni gegangen? Okay, wir schauen uns das mal an, liebe Elisabeth. Und jetzt der Gegentest, wer nicht? Seid ehrlich, guckt keiner zu. Okay, auch ein paar. Was bedeutet das für uns, Elisabeth? Dass letztlich ein krasser Wandel stattfinden wird, sowohl in der Bildung als auch im Healthcare-Bereich, als auch in allen anderen Bereichen. Mhm. Und KI letztlich unsere globale Welt, so wie sie ist, revolutionieren wird, denke ich. Den Gedanken nehmen wir gerne mit. Lassen uns von dir weiter da einführen. Ein Appell noch an euch, alle Online-Teilnehmenden. Der Chat ist für euch jetzt geöffnet. Schickt gerne eure Fragen an Elisabeth zu uns hier on stage. Und für alle, die hier vor Ort sind und sagen, was, kann ich auch eine Frage stellen? Klar, wir haben ja unser super Mikro. Dann schnappen wir uns gleich einfach das Saalmikro. Ich wünsche viel Freude mit Elisabeth. Vielen Dank. Habt ihr einen Klicker? Der Klicker. Wir schauen direkt mal nach. Wo ist der Klicker? Wurde er hier deponiert? Voilà. Perfekt. Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe einen Fräsi. Regie, mein Deck. There you go. Super, der Timer geht schon los. In den nächsten 20 Minuten möchte ich euch ein bisschen über einen Überblick über KI in Deutschland, wie ist der Status quo und insbesondere, wie ist der Impact auf die Hochschulen letztlich und was müssen die Hochschulen tun. There you go. Ich habe so eine Latenz, kann man das ändern? Nein? Gut, wir befinden uns zurzeit in der vierten Basisrevolution in Tech. In den 80ern kam der erste PC, dann kurze Zeit später das Internet. Schließlich kam das Smartphone, komplette Bereiche wurden digitalisiert, revolutioniert und jetzt sind wir im Zeitalter der KI angelangt. Die KI hat letztlich den gleichen Impact, die er hier hatte. Gutenberg hat vor 500 Jahren ungefähr den Buchdruck erfunden und damit Wissen demokratisiert und durch die plötzliche Distribution von Wissen und Bildung und Forschung die komplette Welt oder die westliche Welt aus dem Mittelalter gezogen und Neues transportiert und weitergebracht. Dadurch, letztlich durch Gutenberg, sitzen wir hier und können an die Universitäten gehen und konnten anfangen zu lernen. Was Gutenberg gemacht hat, passiert momentan mit den Large Language Models. Jeden Monat werden momentan bis zu 20 Modelle lanciert. Leider ist das gerade verschoben im Deck, aber wenn ihr sehen würdet, normalerweise diesen Monat kamen 16 Modelle her. Alle sind performanter als das Modell vorher. Wie ihr unten seht, Grok hat den Chat gerade verlassen. Grok war nicht so performant von Elon. Und all diese Modelle sind performanter, als jeder Mensch es jemals war in den kognitiven Leistungen. Das heißt, Verständnis, Leseverständnis, Sprachverständnis, alles, inzwischen sogar die mathematischen Modelle sind besser als alle anderen zuvor. Und das findet sich in den Bildern ebenfalls wieder. In 2022 sahen die Bildgebungsmodelle noch aus wie die Version 1, mit der habe ich übrigens gearbeitet. Und inzwischen sind wir bei der Version 6 oder auch ich glaube 7, das war Dezember 23. Hoch ausdefinierte, total detailgetreue Bilder, die ganz einfach generiert werden können. Die Kosten der Modelle sind immens. Das heißt, Gemini hat über 100 Millionen für das Training des letzten Modells ausgegeben, also Google. OpenAI hat für GPT-4 78 Millionen, glaube ich, ausgegeben. Und diese Kosten werden verursacht durch die Chips, die dafür gebraucht werden, um die Modelle zu trainieren.
Momentan nutzen die meisten H100s von NVIDIA, die so teuer sind, dass alles andere nicht mehr, also die großen, nur noch die großen Firmen können sich letztlich das Training leisten. Ich war letzten Herbst war ich bei NVIDIA und habe mir die Chips angeguckt. Sorry, das Foto ist ein bisschen unvorteilhaft. Das, was ihr da seht, das ist einer der großen H100-Chips. Einer von denen kostet knapp $30.000 momentan. Herstellungskosten sind 3.000. Das Rack, was ihr in der Mitte seht, ist, keine Ahnung, zwischen 500.000 und 800.000 Dollar wert. Und dort seht ihr die einzelnen H100s verbaut. Diese Modelle werden, oder diese Chips werden, müssen genutzt werden von den großen Unternehmen, zwischen denen momentan ein arges Wettrüsten stattfindet. ChatGPT wurde mit über 11 Milliarden von Microsoft gefundet. Ihr seht, Anthropic wurde gefundet von Google in ähnlichen Größen. Und Elon hat auf einer 18 Milliarden Bewertung und oder 24 Post-Money gerade 6 Milliarden eingesammelt in einer Seed-Runde, wenn man so möchte. Also das heißt, all dieses Geld geht nur in diese Basismodelle, geht nur in die Basistechnologie und weniger in Produkte. Was ist also, auf wen hat diese KI letztlich Impact oder was sind die drei Teile? Zum einen wirtschaftlich, das heißt, mit den Basismodellen kann man im Zweifel Geld verdienen, potenziell. Dann auf die Wissenschaft, das heißt, Wissenschaft ist ein absolut fundamentaler Teil. Ohne den können diese Modelle nicht entwickelt werden. Und eben gesellschaftlich, was sind die Implikationen, die diese Modelle letztlich auf die Gesellschaft haben, auf uns haben, weil alles, was in diese Modelle eingebracht wird und einprogrammiert wird, unser Wissen werden wird. Das heißt, um eine gute KI zu bauen, bedarf es mehrerer Dinge. Wir brauchen Daten, wir brauchen Distribution, Innovation und Kapital. In Deutschland haben wir sicherlich gute Daten, wir haben gute Distribution, wir haben Innovation, vor allen Dingen an diesen hervorragenden Universitäten, aber wir haben leider kein Kapital. Ein bisschen, aber nicht ausreichend. Wenn wir uns das angucken, wie der Market Cap der verschiedenen der großen M7 ist, haben wir keine davon. Unser DAX ist, alle anderen Indizes auch sind relativ mickrig im Vergleich zu Google, Nvidia und Microsoft. Das können wir leider nicht ändern und resultiert dann ultimativ in ein absolut defizitäres Funding, weswegen wir keine großen Modelle haben, außer Aleph Alpha vielleicht, aber keine nicht in der Breite wie die USA. Und wir haben auch zu wenig Tradition und Kultur letztlich, um in Tech zu investieren. Deswegen sieht es bei uns so aus, leider. Wir müssen uns nicht mit den USA messen oder China. Wir könnten aber auf der linken Seite viel weiter vorne sein und bei der UK, zwischen UK und Israel, letztlich sind das sehr kleine Länder. Und wir schaffen es trotzdem nicht weiter nach vorne. Resultierend daraus sieht man die Anzahl der LLMs. Ich weiß nicht, wie tagesaktuell gerade das ist, aber ich schätze, es wird in dem Rahmen sein. Die USA ist absoluter Vorreiter, gefolgt von China und immerhin die UK hat ein Vierfaches von unseren. Das wiederum spiegelt sich auch in den erteilten Patenten wider. Der Research sieht ähnlich aus auf deutscher Seite. Der obere Graph ist Asien, überwiegend China. Und selbst die USA kommt nicht an die Patent-Releases dran, die zurzeit in China und Asien passieren. Da, wo die Fragezeichen sind, sollte eigentlich eine Bubble sein. Bei mir war da eine Bubble. Jedenfalls, meine Hypothese ist, dass wir uns gerade, die großen Large Language Models, dass das eine Riesenblase ist, weil zurzeit OpenAI auf einer knapp 100 Milliarden Bewertung liegt, wobei der Umsatz bei 2 Milliarden liegt. Das heißt, es ist ein 50-faches des Umsatz. Bevor OpenAI Marktreife erlangt und getradet werden kann und ein IPO macht, müssten sie ihr Umsatzwachstum verzehnfachen quasi. Also selbst im Best Case, also höchst unwahrscheinlich, dass man jemals mit diesen Basismodellen Geld verdienen kann. Hinzu kommt, dass Meta und alle anderen die Modelle Open Source machen. Das heißt, letztlich wird das gesamte Geld, was wir eben gesehen haben, irgendwann verpuffen und es werden daraus keine profitablen Geschäftsmodelle entstehen. Das Problem ist nur, was wir in Deutschland haben, dass die Auswirkungen nicht gut sein werden für uns, wenn wir
es als Bubble akzeptieren und nicht mehr partizipieren. Das heißt, die Hälfte des Internets ist in Englisch, die Hälfte, Großteil der Daten sind alle in Englisch, auf denen trainiert wird. Die Modelle sind alle ultimativ und originär in Englisch, aber Englisch stellt nur ein Viertel der globalen Sprachen dar. Das heißt, dass all die andere, die gesamte Diversität, die wir auf der Welt sehen, wird nicht in den Modellen wiedergespiegelt. Das heißt, es wird kritische Infrastruktur gebaut, was hier momentan der Fall ist. Das wiederum wird aber nicht in den Modellen wiedergespiegelt. Ultimativ heißt das, dass Studenten, Schüler und alle, die in diesem großen Kosmos sind, das neoliberale Gedankengut der Amerikaner inhalieren werden und damit arbeiten werden und die gesamte andere Vielfalt geht verloren. Daher gibt es keine Alternative für uns und wir müssen trotzdem bauen, so wie es hier in Heilbronn passiert. Das heißt, wir brauchen Kooperationen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, vom Staat, um dem etwas entgegenzusetzen. Nicht nur in Heilbronn gibt es es, auch an der ETH und EPFL gibt es große Initiativen. Es ist Word of Mouth, ist, dass die ETH 10.000 Chips bekommen hat, 10.000 H100s, die goldenen Dinger von eben. Und Jensen höchstpersönlich am Campus war und den Deal gebrokert hat. Daher sieht es dann an der ETH auch so aus. Aber so sah es schon länger aus, ehrlich gesagt. Die ETH hat gute Forschung und es passiert recht viel dort. Was ich in dem Kontext sehr relevant fand, war, wir graduieren jährlich fast 20.000 Studenten auf Bachelor-Level in Informatik und allen anderen IT-Bereichen. Und die USA nur knapp 5.000 mehr, obwohl sie ein vier- oder fünffaches unserer Bevölkerung haben. Das heißt, die Frage ist, wo gehen diese ganzen Studenten hin? Was passiert mit den Graduierten? Und warum bleiben die nicht in Deutschland? Zumal bei uns die Durchdringung, die Tech-Durchdringung in der Bevölkerung viel, viel größer ist als in den USA. Es ist um ein Vielfaches, werden neue Technologien bei uns adaptiert und benutzt und verwendet und integriert als in vielen, vielen anderen Ländern, aber überwiegend auf privater Ebene und eben nicht bei den Arbeitgebern. Bei den Arbeitgebern gibt es etwas, das nennt sich Bring Your Own AI. Das heißt, dass fast alle Mitarbeiter ihre eigenen Accounts, ihre Gmail, OpenAI Accounts mitbringen und nicht warten darauf, dass der Arbeitgeber die Tools vettet, die durch die Security-Prozesse gehen und so weiter. Was wiederum einen riesen Datenabfluss bedeutet. Das heißt, alle Daten, die in den Unternehmen verwendet werden, gehen ultimativ über die privaten Accounts an ChatGPT und OpenAI. Wobei alle in Deutschland viel lieber deutsche Tools nutzen wollen würden. Und wir sehen das selber, ich sehe es selber, ich bin ein deutsches Tool sozusagen und alle deutschen Unternehmen, mit denen ich spreche, würden super gern mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten oder europäischen, weil alle Angst haben vor dem Datenabfluss nach Asien und in die USA. Trotzdem, die deutschen Unternehmen sind momentan noch ein bisschen mit dem Fax und Taschenrechner beschäftigt. Das heißt, die Latenz oder die Disparität zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Mitarbeiter auf der anderen Seite ist extrem groß. Die Unternehmen warten noch mit ihrer Digitalisierung und stehen dem hinten an. Obwohl, abgesehen von einem Unternehmen, das als erstes deutsches oder als erstes globales Unternehmen die Daten an die USA, also an ChatGPT, verkauft hat. Also, es gibt beides, aber leider sind wir hinten dran. Wie sieht es an den Hochschulen aus? Die Hochschulen haben exakt das gleiche Problem. Das heißt, dass die Mitarbeitenden an den Hochschulen ChatGPT und alle anderen AI-Tools nutzen, aber die Hochschulen noch nicht die Tools bereitstellen. Es gibt kaum Logins, es gibt keine Lizenzen, die verteilt werden und es gibt viel Bestrebung und es gibt viele Gespräche, aber eben ultimativ noch keine Resultate. Hier ein paar interessante Studien, die das zeigen, das heißt, selbst in der Verwaltung, also an allen Ebenen der Mitarbeitenden an den Hochschulen, findet genau das statt. Aber, wie ihr seht, es gibt noch keine Tools verfügbar. Auch das, 60% sagen nein, das heißt, es mangelt an Möglichkeiten. Wie sieht es auf der Seite der Forschenden aus? Der zweite Teil der Universitäten. Die Ausgründung, die eigentlich stattfinden sollten, weil letztlich die Hochschulen sind die Wiege der Forschung, die Wiege letztlich von Neuem, von Innovation, finden leider viel zu wenig statt. Nur 3% davon
können letztlich ausgründen. Es fehlt Kapital, es fehlt Infrastruktur an den Hochschulen, Gründung zu unterstützen und es fehlen auch ein bisschen Role Models. Und zu guter Letzt, die restlichen 25% gehen lieber in den sicheren Hafen der Siemenses, der großen Unternehmen, anstatt selbst zu gründen. Und dann sieht es nämlich so aus, leider. Weil das nächste Problem ist, wir haben einen wahnsinnigen Brain Drain in die USA. Die Gehälter in den USA sind nicht mal ansatzweise vergleichbar. Ein Entwickler verdient bei OpenAI momentan fast eine Mio jährlich. Ich glaube, jeder weiß, also meine Entwickler verdienen ungefähr 10% davon in Deutschland. Da seht ihr, wo die hingehen, die Entwickler und die großen KI-Talente. Sie gehen alle in die USA, wobei ich sagen muss, dass Frankreich noch wesentlich mehr verliert als wir. Warum das so ist, kann ich mir auch nicht zu 100% erklären. Aber die großen Unternehmen, wie ihr seht, die M7, die saugen letztlich alle Talente vom Markt, ob sie sie brauchen oder nicht, sei mal dahingestellt. Trotzdem sieht es global so aus, dass wir als Standort wenig Attraktivität haben. Wie sieht es unter den Studierenden aus? Die Studierenden, vom World Economic Forum gibt es eine Studie dazu, oder gibt es jedes Jahr eine Studie dazu, welche Fähigkeiten Studierende haben sollten und was in der Zukunft die Fähigkeiten sein sollten. Zunächst war es analytisches Denken auf Platz 1. Seit Jahren ist es letztlich auf Platz 1. Und jetzt ist es das erste Jahr, in dem sich das geändert hat. Analytisches Denken ist runtergerutscht und nicht mehr wichtig, weil wir die KI haben, die diese Aufgaben macht. Letztlich, das Grundproblem ist jedoch, dass das kreative Denken in den letzten Jahren, insbesondere durch die Medien, total geschwächt wurde und eben so aussieht. Das heißt, kaum jemand kann noch kreativ denken und braucht dazu Hilfe. Ein Prof an der WHU hat dazu eine kleine Studie gemacht und zwei Studentengruppen jeweils die gleichen KI-Tools gegeben. Auf der einen Seite waren es die Analytiker, auf der anderen Seite waren es die Kreativen. Den Analytikern haben die KI-Tools nur marginal geholfen. Das heißt, deren Output und deren Performance war nur wenig besser. Auf der anderen Seite, die Kreativen, die schon ein bisschen kreativ waren, sind massiv besser geworden. Das heißt, das seht ihr auf der rechten Seite. Die KI hilft letztlich den Kreativen, noch kreativer zu werden. Und das ist das Schlüsselskill, was die Studenten und alle in den nächsten Jahren brauchen werden. So, wie sieht es aus in der Wissenschaft und Lehre? Ich habe eine kleine Milchmädchenrechnung gemacht. Sie ist sehr basic, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also, ich habe überlegt, was ist letztlich die Zukunft für die Universitäten, fürs Lernen, für alle zusammen. Und habe überlegt, was kann ich in den nächsten, wenn die typische Lehre, also ich bin Juristin eigentlich, das heißt, ich habe viel, viel, viel gelesen, was kann ich so in der nächsten Zeit an Wissen übers Lesen mir aneignen? Ich habe überlegt, ein Buchstabe ist ein Byte, also eigentlich 8-Bit, ja? Das ist, was an Informationen in einem Buchstaben ist. Ein Buch sind typischerweise im Durchschnitt 100.000 Wörter. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Wort im Durchschnitt 5 Buchstaben hat, bin ich pro Buch bei 500.000 Buchstaben. Das heißt, ich habe ungefähr 500.000 Bytes pro Buch. Wenn ich sage, ich lese ein Buch pro Woche, ja, das ist schon ein bisschen ambitioniert, aber meine Güte, dann bin ich bei 50 Bücher im Jahr ungefähr. Was letztlich 500.000 Bytes macht, das heißt 25 Millionen Bytes in Summe. Das heißt, wenn ich sage, ich lebe noch 40 Jahre, ja, kann ich in der Zeit 1 Milliarde Bytes lesen. So, weiß jemand, was das ist? Das ist 1 Gigabyte, genau eine DVD. Das heißt, wir müssen letztlich, leider ist es verrutscht, das heißt, wir müssen letztlich überlegen und uns klar machen, dass Studenten, wenn weiterhin der Fokus ist darauf, Bücher zu lesen und die KI nur als Tool zu nutzen, um mit Buchstaben umzugehen, dass der Erwartungshorizont sehr begrenzt sein muss. Das reine Akkumulieren von Faktenwissen wird in den nächsten Jahren tot sein. Weil, wenn wir alle nur noch eine DVD lernen können für den Rest unseres Lebens, wird es relativ beschränkt sein. Das heißt, wir brauchen KI, um letztlich sehr personalisierten, sehr individualisierten Content für uns zugeschneidert zu bringen und damit zu lernen und weiterzukommen. Weil am Ende ist das größte Datenzentrum zwischen unseren Ohren und das Gehirn fing an mit irgendwie Hell-Dunkel-Unterscheidung und hat aus sich heraus eine Evolution
quasi stattfinden lassen. Das heißt, aus sich heraus kamen diese Veränderungen über Hunderttausende von Jahren. Und das wird die KI niemals replizieren können. So, das heißt, der Fokus sollte für die Hochschulen und für alle Beteiligten auf andere Skills sein und nicht mehr das, was die KI ohnehin schon kann. So, damit möchte ich schließen. Fragen und Antworten, rechts ist LinkedIn-Code. Wenn ihr Stack haben möchtet, könnt ihr mir gerne per LinkedIn eine Mail schreiben und ich schicke euch es. Elisabeth Lorange. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dort vorne ist euer Mikrofon. Einfach die Hand heben. Einfach mal direkt Fragen reingeben. Ich habe sonst direkt die erste an dich, Elisabeth. Sehr spannend, also vielen Dank für diese Einblicke, die du so geballt hier reingebracht hast. Du hast erzählt vom Brain Drain zum Beispiel in die USA und du hast auch so Gehaltszahlen benannt. Jetzt können wir natürlich intrinsisch was ändern, also wir können jetzt hier sagen, oh, das müssen wir irgendwie anpacken, das Thema. Frage an dich, kann es nicht auch sein, weil wir sind ja in einer sehr dynamisch sich entwickelnden Welt, dass äußere Einflüsse, weil es verschiebt sich ja so einiges weltweit, dafür sorgen, dass die Lage noch mal ganz anders sein könnte. Sei es jetzt beim Thema Klimakrise, seien es geopolitische Fragen, dass man sagt, weißt du was, das Geld ist es jetzt auch nicht, eigentlich ist das vielleicht ganz gut hier in Europa oder in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, dass das Spiel sich nochmal wandelt oder sagst du, ehrlich gesagt, nicht kam, wir müssen es machen? Also das Spiel hinsichtlich der LMs oder der Attraktivität des... Der Attraktivität, ja. Nee, glaube ich nicht, auf keinen Fall. Mhm. Weil also alle, die Entwickler sind oder alle, die das Talent haben, haben wir ja gesehen, gehen in die USA, weil die Verführung ist zu groß. Also USA ist halt ein Land, wo man mit sehr viel Kapital sehr gut leben kann. Und wenn man nicht so viel verdient, wird sehr schnell sehr schwierig. Das heißt, bei den Gehältern gehen alle in die USA. Alles drunter, also der ganze Mittelstand und so weiter, wird hier bleiben. Mhm. Aber wir verlieren halt die Elite an die USA momentan. Was ich meine, absolut, bin ich d'accord mit dir. Was ich meine ist, wir sprechen über den Status quo, aber das Weltgeschehen kann sich ja auch noch mal ändern, dass da so Strömungen kommen, wo man sagt, ach, eigentlich ganz muckelig hier in Heilbronn. Ja, ist ja auch muckelig hier. Sicherlich, also ich meine, es ist nichts in Stein gemeißelt. Also ich denke, wenn hier investiert wird, und es passiert ja gerade hier coolerweise in Heilbronn so, auch in der Schweiz, an der EPFL, in Lausanne oder an der ETH, sicherlich, ja. Also wenn die Standorte an sich attraktiver gemacht werden, haben die sicherlich eine Chance. Aber ja, aber ich glaube eher, es ist unwahrscheinlich. Okay. Habt ihr noch eine Frage an der Stelle? Da kommt eine Frage, ja, wir gucken mal. Ja, hier, Florian. Hallo Florian. Als Stifter machen wir eine große MINT-Fachkräfte-Initiative die nächsten Jahre auch. Ja. Und ich glaube schon, dass es andere Faktoren als nur Geld zu verdienen gibt. Davon bin ich fest überzeugt. Vielleicht müssen wir auch hoffen, dass Trump gewählt wird und dann gehen sie nicht mehr in die USA. Es würde vielleicht den globalen, andere Auswirkungen haben. Meine Frage ist die folgende. Du hast vorhin in der HFD-Studie zitiert zu der Nutzung von ChatGPT in Hochschulen. Gestern war ein Vortrag in Nürnberg auf dem University Future Festival von einer Kollegin aus Bayern, die gesagt hat, es wird quasi noch gar nicht genutzt. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns da in einer ziemlichen Grauzone zu den eigentlichen Daten. Jetzt aber zu meiner Frage. Was würdest du denn empfehlen? Was sollte denn an Hochschulen genutzt werden? Du hast ja auch ChatGPT zitiert. Wir sind online immer wieder in einer großen Diskussion dazu, sollten wir uns eigentlich abhängig machen von diesem einen Microsoft OpenAI-Tool oder sollten wir, wenn wir denn die Nutzung, für die du ja auch plädierst, in Bildung und Wissenschaft vorantreiben wollen, sollten wir dafür vielleicht auch eigene deutsche und vielleicht auch Open-Source-Entwicklungen vorantreiben. Also was sollte es eigentlich sein? Genau, danke schön. Herzlichen Dank für den Beitrag. Ich gucke, hier vorne ist nämlich auch noch eine Frage. Lass mich uns erstmal kurz das beantworten, was sind ja drei Fragen in einer. Genau, jetzt würde ich auch direkt also, zu übergehen. Erstens, die Datenlage zur Nutzung von ChatGPT ist natürlich sehr frisch, ja? Weil ChatGPT und alle KI-Tools wurden 2023 gelauncht. Das heißt, in der Zeit kann man eigentlich keine wissenschaftlich ernstzunehmenden Studien machen und auch publizieren. So, das heißt, die Daten geben immer nur eher ein Stimmungsbild wieder. Zweitens, ich denke auf jeden Fall, dass wir BRD-GPT brauchen. Also wir brauchen 100% deutsche Modelle, weil wir sonst, wie gesagt, den Zug
verlieren, gerade aus Ethik und so weiter, aus vielen Gesichtspunkten gesellschaftlich. Wirtschaftlich glaube ich nicht, dass es interessant ist, weil wir damit kein Geld verdienen werden, aber gesellschaftlich absolut notwendig. So. Und in Hinsicht auf die verschiedenen Tools, ich würde mich als Universität auch nicht abhängig machen wollen von nur einem Player von Microsoft oder dergleichen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Modellen. Also wie gesagt, jeden Monat werden 16 bis 20 Modelle gelauncht. Ihr könnt Mistral, also wir arbeiten vielleicht mit Mistral zusammen. Es gibt also als europäisches Modell, es gibt verschiedenste Open-Source-Varianten und so weiter. Und ich würde als Universitäten meine eigene Layer-Solution drauf aufbauen und für den jeweiligen Anwendungsfall sozusagen das jeweilige Modell dann selektionieren. Okay, und dann haben wir da noch einmal kurz, weil wir haben gleich Pausenzeit, nehmt es aber sehr gerne mit auf, bitte schön. Ganz kurz, Helmut Kretschmer, TU München, ja. Hier in Heilbronn. Ist es nicht eine Chance in dieser unheimlichen Dynamik? Jedes Mal, wenn da sich wieder ein neues Large Language Model auf den Markt begibt, macht es ja eigentlich auch eine Lücke auf, wo man mit hinreichender Spezialisierung, entweder layered oder sehr stark fokussiert, doch eine Chance hat. So schauen wir immer auf das General Purpose Werkzeug für alles. Aber vielleicht liegt ja eine Möglichkeit in sehr starker Spezialisierung, weil wenn ich Large Language Model nehme, um, sagen wir mal, deutsches Steuerrecht zu beackern, ganz liebe Fragestellung, hilft mir ChatGPT nun wirklich nicht zuverlässig? Und das ist eine Frage, wo man das eben nicht sagt, ich mache nicht einfach Kapital Brute Force gegen Kapital Brute Force, sondern gehe etwas cleverer vor, immer unter Beachtung der gewollten nationalen, digitalen Souveränität, europäischen und so weiter, da gibt es ja genügend Verbünde. Also liegt nicht in dieser Dynamik eine Chance, immer wieder neue Lücken zu erfinden und da clever reinzugehen? Danke für die Frage. Ja, vielen Dank. Ich sehe ich ähnlich, zumal Deutschland einen immensen Datenschatz hat. Also was wir in der Industrie an Datensilos und an verfügbaren Daten haben, ist unglaublich. Ja? Eigentlich sollten wir nur aus dem gesamten Ruhrpott sozusagen, da wo viel gebaut, wie auch immer, die Daten abziehen und für unsere eigenen souveränen Modelle nutzen. Das heißt, ich stimme dem 100% überein, gerade also in der Juristerei sicherlich, in Industrie, in der Medizin, unsere in Healthcare ist es ja so, dass Deutschland zum Beispiel ganz andere Krankheitsbilder hat als die USA. Und die USA aber haben diese ganzen neuen MedPalm und das Gemini, das medizinische Gemini-Modell haben trainiert. Das heißt, was dabei rauskommt, ist sicherlich, es sind alles Menschen, aber es ist halt nicht differenziert genug. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit unseren medizinischen Daten die Modelle feintunen würden oder aus der Industrie, das heißt spezielle Use Cases damit bauen würden oder, wie Sie schon sagten, das Steuerrecht, sehe ich 100% genauso. Nur die Frage ist immer, inwieweit man damit Geld verdienen kann. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit, sei mal dahingestellt. Die Notwendigkeit auf jeden Fall. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, danke Elisabeth. Dir. Danke, Carmen. Vielen Dank.